habe schon Pressekonferenzen nach dem Spiel der General Wanderers gegen die Gäste aus Kiko. Ich habe sehr begrüßen dürfen unser Gästecoach, Bogdan Krasaschka. Und natürlich unser Trainer, Sebastian Wader. Für uns als Heimmannschaft natürlich ein erfreulicher Einstand. Herr Krasaschka, wahrscheinlich sieht das jetzt natürlich ganz anders. Bogdan, kurz Stellungnahme zum Spiel von dir bitte. Guten Abend miteinander. Von meiner Seite, ich kann nur den Gegner gratulieren, weil so wie die heute gespielt haben, das war eine Mannschaft, die einfach gekämpft hat. Die hat, glaube ich, auch umgesetzt das, was der Trainer vorgegeben hat, was auf unserer Seite nicht der Fall war. Wir haben es ein bisschen, glaube ich, unterschätzt nach dem letzten Ergebnis bei uns zu Hause, 7-0. Das ist etwas, was bei uns schon jahrelang so ein Problem ist, dass wir nicht hundertprozentig in ein Spiel reingehen und das wurde auch bestraft. Die Dinge, die wir auch in den Pausen angesprochen haben, da gehen die Spieler plötzlich aufs Eis und machen was anderes. Deswegen haben wir jetzt so ein kleines Gespräch gehabt, aber haben wir gerade angefangen und ich hoffe, dass wir als Team diese Fehler beseitigen, dass wir uns zusammenschließen und die nächsten Ergebnisse werden bestimmt besser aus heute. Ja, Basti, du dürftest ziemlich zufrieden sein. 4-1 zum Auftakt. Deine Stellungnahme? Fertig. Danke. Erstmal Servus miteinander. Ich bin sehr zufrieden natürlich mit dem Spiel heute. Wir haben ein bisschen aus den Fehlern von der letzten Woche gelernt, wo wir viele Fehler gemacht haben. Wir sind eine brutal junge Mannschaft, die macht Fehler, die darf Fehler machen, solange wir aus den Fehlern lernen, so wie heute. Und ich kann jedem Einzelnen, der heute auf dem Eis war, nur ein Riesenkompliment aussprechen, weil jeder brutal Herz gezeigt hat, 60 Minuten gelaufen ist, hart gearbeitet hat und in den nötigen Situationen hatten wir das Quäntchen Glück. Und dann kommt da was zustande. Bogdan, du hast schon angesprochen, das 7-0 im Testspiel, vielleicht psychische Auswirkungen, dass man es zu locker genommen hat, vielleicht auch anhand der Ausstellung von Gernerin, das sind 7 Ausfälle doch relativ namhaft, glaubst du, dass sich das auch irgendwie im Hinterkopf festgesetzt hat bei deiner Mannschaft? Ja, natürlich, ich denke schon, dass, obwohl wir das angesprochen haben, ich habe selber jahrelang gespielt und ich weiß, was ungefähr im Kopf vom Spieler geht, deswegen war ich für meine Verhältnisse habe ich gedacht, deutlich und klar, leider war das nicht so, es ist wurscht. Die Mannschaft war, wie der Kollege gesagt hat, jung und vor allem kämpferisch so stark, dass die uns eliminieren könnten. Ja. Und ich sagte, ein bisschen Feingefühl von meinen erfahrenen Spielern, die Fahne hochhalten sollen und die anderen mitreißen sollen, das war nicht heute so ganz klar und das muss man verbessern. Gut, ins ähnliche Wort auch nochmal an dich mit die 7 Ausfälle. Es waren eigentlich nur 4 gelernte Verteidiger da, du hast dann schönere Verteidigung spielen lassen. Hat das vielleicht sogar bewirkt, dass die Mannschaft ein bisschen enger zusammengerückt ist? Weil ich meine, in den letzten Vorbereitungsspielen waren es jetzt, ich glaube, 13 Gegentore letztes Wochenende, heute ein Gegentor in dem einen Spiel. Defensiv war das auf jeden Fall eine ganz andere Leistung, wenn man in den letzten beiden Testspielen. Das auf jeden Fall. Natürlich habe ich ein bisschen gehofft, dass die Mannschaft dadurch enger zusammenrückt. Es sind brutal viele neue Spieler auch dazugekommen, wo wir immer noch uns zusammenfinden müssen. Ja, also es ist immer noch nicht so, weil auch im Training oder in den Vorbereitungsspielen haben Leute gefehlt. Und deswegen ist das umso positiver heute. Gibt es noch Fragen aus der Runde? Wenn das nicht der Fall ist, dann beenden wir die Pressekonferenz für heute. Danke an unsere Gäste und eine gute Heimfahrt. Danke, Basti. Danke auch. Und viel Erfolg dann am Sonntag in Toffenhofen.